Und damit ein freundliches, herzlich willkommen zurück, Leute, zu The Sims 3. Ja, die Williams schlafen gerade, wie eigentlich jedes Mal. Was ist das? Oh nein. Scheiße, nicht schon wieder, oder? Und da ist noch ein Zombie. Nein! Ich glaube, wir hatten schon einmal so einen Aufnahmebeginn-Start, wie man es auch immer nennen möchte. Und ich glaube, wir haben wieder Vollmond. Bei Vollmond kommen immer diese Zombies. Das ist ein bisschen nervig. Kann man eigentlich diese Zombies abschalten? Ich glaube nicht, ne? Naja, auf jeden Fall, die Williams schlafen wir eigentlich immer jedes Mal bei jeder Aufnahme. Und ja, ich würde einfach mal sagen, leben wir mal weiter. Und ganz kurz, wer in der letzten Aufnahme nicht geschaut hat, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass Sims 3 ein bisschen gefreezt hat sozusagen, ist die ganze Zeit geleckt. Und ich habe jetzt dann das Problem behoben. Ich habe nämlich recherchiert und zwar, das war nämlich das Problem, dass ja, dass er halt eben ein paar Zusatzsachen in den Dokumenten von Electronic Arts Sims 3 gespeichert sind, die eigentlich völlig unnötig sind. Und das sorgt dafür, dass zu viel Speicherplatz ist und dann fängt das Spiel irgendwie an zu laggen. Und da waren irgendeine unnützigen Dateien drin, die man überhaupt nicht braucht, die habe ich einfach gelöscht und jetzt geht's wieder. Ich habe es natürlich getestet vorher und beim Test ging es. Wie, es geht jetzt wieder nicht. Das wollen wir ja wohl nicht hoffen. Sonst wäre es ein bisschen blöd. Irgendwie so das Gefühl, dass irgendwie der ganze Sommer durch, ganze Zeit immer nur regnet. Oh, meine Fresse. Boah. Ich wollte gerade sagen, irgendwie kommt mir vor, dass der ganze Sommer irgendwie nur Regen ist und auf einmal hat es den Blitz hier eingeschlagen. Heiliger Bimbam. What the fuck? Seht euch diesen fetten... Alter, das kannst du echt nicht geben. Alter, ein bisschen näher bei uns am Haus und das Haus hätte gebrannt. What the fuck? Ich bin total sprachlos. Also die Aufnahme startet einmal wieder grandios. So. Boah. Ziemlich aggressiv das Wetter. Und ja, was haben wir denn in dieser Aufnahme vor? Wer sich noch erinnern kann, in der letzten Folge ist ja Elena ja eigentlich schwanger geworden. Wir haben jetzt nämlich endlich ein Baby gemacht hier im Bett, wo sie dann hier eingeschlafen sind. Alter, das Gewitter ist so übertrieben laut. Das haben sie echt ein bisschen übertrieben gemacht. Und ja, und jetzt dann frage ich mich, ob sie wirklich schwanger geworden ist, weil es ist ja dann eine Melodie gekommen und ich hoffe, dass sie schwanger ist. Oh, ich freue mich so. Das heißt also, unser erstes Baby wird bald kommen. Halt die Schnauze. Ja, halt die Schnauze. Die Fahrgemeinschaft für Martin fährt in etwa einer Stunde. Okay. Dann steh mal auf, guter Martin. Okay. Achso, ja, ich habe ja vergessen zu sagen. Ja, morgen, morgen, liebe Welt, morgen. Ja, okay. Warte, jetzt muss er erst einmal frühstücken, oder? Nee, so viel Hunger hat er eigentlich nicht, aber er geht dann mal zuerst auf die Toilette. Das ist nämlich ganz wichtig, nicht, dass er dann wieder brunzen muss auf einmal. Deswegen benutzen wir mal die Toilette und Hände waschen dann noch. Machen wir das gleich oben, ne? Weil bis wir erst unten sind, das dauert ein bisschen länger und dieser Zombie soll die Schnauze halten. Alter, der sieht aus wie ein Zwerg. Alter.
Sorry, aber das benutze ich als Thumbnail, ganz ehrlich. Zirkus. Zirkus-Zombie oder so. Okay. Ach man, Sims ist manchmal so lustig. Okay, ja, oh. Ja, es sind sowieso Pixel drüber, aber trotzdem. Ich mache das nicht gerne. Ja. Dann Hände waschen, wie gesagt. Oh, Toilette wohl nicht verstopft. Ach ja, ich habe mit Elena in dieser Nacht ein Baby gemacht. Ohoho. Ich hoffe, sie wird schwanger, weil sie will ja unbedingt ein Baby haben. Ich natürlich auch. Und ja, mal schauen. So, was mache ich jetzt? Ich werde mich erst einmal umziehen. Das ist mal ganz wichtig. In die Alltagskleidung. Und dann würde ich mal sagen, begebe ich mich mal runter in die Küche und esse noch ein paar Resteln von den verdorbenen Waffeln. Nee, scheiße. Ja, Snack essen, dann isst er halt eben Müsli. Reicht auch. Boah, Alter, wie ist da schon rausqualmt? Schaut, seht doch mal. Ah, ist ja ekelhaft. Oh, oh. Scheiße, er muss schon zur Arbeit? Nee. Okay, dann muss er auf das Müsli verzichten. Scheiße. Und hinterlässt natürlich wieder hier einfach die Wäsche. Einfach vor der Stiege. Das ist, Alter. Was ist das für ein Vater? Martin, schäm dich. Ganz ehrlich, schäm dich. Und jetzt fahr zur Arbeit. Wann gehen eigentlich diese Zombies endlich einmal weg? Ich würde mich freuen, wenn die endlich verschwinden würden, beziehungsweise der ist eigentlich hier noch da. Bitten zu posieren. Siehst du, du bist eh schon zu müde, also verschwinde. Geh wieder in dein Grab und schlaf. Ich glaube, kann das sein, dass der Sim eingefroren ist? Eh, na, doch nicht. Haha, weil ich es jetzt gesagt habe, ne? Feigling. So. So, Elena, die schläft noch. Okay. So. Okay, huch, jetzt hat er automatisch schneller... ja, die Geschwindigkeit beschleunigt, wollte ich sagen. So. Gehaltserhöhung bekommen. Nee, du kannst ja jetzt danach nicht mehr arbeiten, weil du ja schwanger bist. Wann erfährt man eigentlich, dass man schwanger ist? Das will ich eigentlich gerne wissen. So, am Spielautomaten ein Spiel für zwei Spieler spielen. Nope. Wirst du mal nicht mal... Ist sie gerade durch die Kommode gegangen, also durch diesen Nachttisch? Komisch. So, ja, ganz schön macht sie das Bett, die Elena. Ich bemühe mich, nicht Anna zu sagen, weil ich jedes Mal immer auf Anna stoße und ich weiß einfach nicht warum. Und endlich ist der Regen weg. Ah, ich habe schon gedacht, das ist unser nächster Bug im Spiel, dass es jetzt nur mehr unendlich regnet, wie vor 2 Millionen Jahren oder so. Dass sich dann die Meere gebraust haben. Was hat sie denn? Waffeln zu... Na, Moment, 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 Moment. Du kannst da vielleicht jetzt noch... Was ist das? Übelkeit. Elena fühlt sich nicht so gut. Sie sollte in der Nähe eines Badezimmers bleiben. Wegen unbekannter Ursache. Tja, was kann das denn nur sein? Ich glaube, das sind schon mal gute Zeichen. Das ist ein Vorteil. Ja, was heißt Vorteil? Einfach ein gutes Zeichen, wie gesagt. Denn ihr wisst ja, und wir haben es ja auch gelesen, schon in den letzten Folgen, bei Schwangerschaftsbuch halt eben, beziehungsweise unter den Hinweisen haben wir ja gelesen, so, erst einmal verdorbenes Essen ausräumen, haben wir ja gelesen, dass Übelkeit zu so Schwangerschaften ja ganz normal sind. Das heißt also, ein gutes Zeichen. Es ist schon etwas länger her, aber wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube, hier wird dann irgendwann nochmal was angezeigt. Also angezeigt, dass sie schwanger ist. Voll dreckig und stinkig hier. Ekelhaft. Ah ja, genau, wir haben ja hier einen Mistkübel. Ganz vergessen, das ist eher mehr so ein Müllschröter oder keine Ahnung, wie man das nennt. Müll rausbringen, das geht momentan nicht, denn Sim hat zu viel Hunger. Lustig. Okay, Snack essen.
Wolltest du nicht eigentlich irgendwas zubereiten? Frühstück essen, Waffeln, Pfannkuchen? Nee, komm, sie wird einfach mal ein Snack. Brot mit Marmelade, das reicht schon. Immerhin haben wir jetzt uns schon 10:30. Muss ein bisschen schneller gehen. Boah, Alter, der macht komische Geräusche. So, lalala. Brot mit Marmelade, sehr, sehr lecker. Ja, ich mache auch immer so eine Kaugeräusche beim Essen. So, am Veranstaltungsort Mix Meister Karaoke beginnt ein Simfest. Wir waren, glaube ich, mit Elena auch schon mal beim Simfest bei den ersten Aufnahmen. Mann, Alter, wenn ich mir denke, dass wir jetzt dann eigentlich schon so 40 Folgen haben oder über 30 Folgen und das hat alleine gedauert, bis wir hier eingezogen sind. Boah, Alter, das Let's Play wird sich noch echt in die Länge ziehen, aber das liebe ich ja. Wir lassen uns schön Zeit, ne? Und so. So, eine Geschirrspüler, bla bla bla. So, okay. Übelkeit nur mehr 17 Minuten. Aber das ist ein gutes Zeichen. Hoffentlich muss sie nicht brechen. Sie wird wahrscheinlich brechen müssen, ne? Okay, dann würde ich einfach mal sagen, sie kann hier die Wäsche reinigen. Muss sie eigentlich heute arbeiten? Das ist ganz wichtig. Nee, heute hat sie frei, okay. Also wenn sie heute noch schwanger wird, was ich sehr hoffe, dann braucht sie ja dann überhaupt gar nicht mehr arbeiten, bis sie ihr Baby dann bekommt. Beziehungsweise dann auch noch, wenn das Baby noch ein Baby ist, ne? Also, dann darf sie, glaube ich, erst wieder arbeiten, weil es muss ja irgendjemand zu Hause sein, der, was? Oh, nein, brechen, brechen, nein, brech nicht, nein! Alter, Alter, sie muss wirklich tatsächlich brechen, die Arme. Ekelhaft. So, jetzt geht sie die Wäsche reinigen, oder wie? Ach, sie hat da bereits auch schon Wäsche, Alter. Wie viele Wäsche wir eigentlich produzieren? Okay, Übelkeit. Jetzt hat sie keine Übelkeit mehr, weil sie brechen musste. Aber ich glaube, sie ist schwanger. Auch wenn es noch nicht angezeigt wird, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass sie schwanger ist. Weil sonst würde ja das nicht so sein. Weil sie hat ja nichts Schlechtes gegessen. Sie hat ja auch nicht die verdorbenen Waffeln gegessen. So. Das macht sie alles schon automatisch, die Elena ist eine ganz tüchtige und brave. Boah, die Wäsche stinkt ja auch schon. Sehr ekelerregend, ekelerregend. So. Alter, bist du blöd, Mädchen? Jetzt dann nimm doch mal das auf und tu das in die Waschmaschine, verdammt. Ja, genau, heb das auf, das andere auch noch aufheben und jetzt, und jetzt, ach ja, gehst du ja runter, weil ja, wir haben ja zwei Waschmaschinen. So. Ach, sie tut, ach, Mann, ist das kompliziert. Sorry, bin ich hier nicht so richtig bei der Sache, verdammt. Moment, also, darfst du mir jetzt dann in den Trockner geben. Da ist nichts mehr drin, dann gehen wir wieder runter. Dann werden wir das in den Trockner geben und da ist auch nichts mehr drin. Okay. Alles klar. Und umziehen könnte sie sich dann eigentlich auch. Moment. Ach ja, ich kann mich eigentlich erinnern, Leute, dass wir das letzte Mal in der letzten Folge auch versucht haben, eine Videoaufnahme mit dieser Kamera in den Sims aufzunehmen. Und ich war so ein Dödel, dass ich gar nicht mitbekommen habe, dass ich überhaupt noch nicht aufgenommen habe, sondern erst wo ich gesagt habe, jetzt beende ich, habe ich angefangen. Mann. Ja, das muss man erst einmal wissen. Ich habe das so lange nicht mehr gezockt, Sims 3. Das ist schon Ewigkeiten her. Da muss man ja auch wieder ein bisschen reinkommen. Was ist eigentlich dieser Zettel immer, was sie da reinlegen? Komisch. Komisch, komisch. Ach, jetzt hat sie schon wieder Übelkeit. Ja, sie ist eindeutig schwanger. Und wenn das erst einmal bestätigt ist, dann feiere ich. Juhu!
Sorry, aber ich freue mich halt eben sehr, weil das ist ja unser Ziel und ich freue mich schon, die Kinder aufzuziehen. Das Schlimme bei mir ist ja, ich bin ja nicht nur ein Gamer, der alles zockt, sondern ich bin ja auch einer, der stark Emotionen und Gefühle auch hat. Ich bin ja kein Mann aus Stein. Also, ich wollte eigentlich sagen, mein Herz ist nicht aus Stein. Und Martin hat wieder Geld verdient. Lololo, herzlichen Glückwunsch. Ich wollte noch gerade kurz sagen, ich bin ja kein, ich habe ja kein Herz aus Stein, sondern, und meistens ist das so, besonders bei Sims, wenn dann die Familie und die Kinder, dann habe ich sie so, schon so ins Herz gewachsen, dass das wie im echten Leben ist und das ist so schlimm, ich kann dann überhaupt nicht mehr aufhören zu spielen, deswegen. Naja, werden wir mal schauen. So, aber jetzt dann erst einmal zu der Beförderung zum Martin. Hey, 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 hey